A2.0. Im folgenden Koordinatensystem ist der Graph der Funktion f mit der Gleichung y ist gleich 4 durch x mit g gleich Grundmenge gleich r plus Kreuz r plus dargestellt. A2.1. Die Punkte qn mit x und 4 durch x auf dem Graphen zu f sind zusammen mit den Punkten o0, 0 und p3-1 die Eckpunkte von Dreiecken opqn. Zeichnen Sie für x gleich 2 das Dreieck opq1 in das Koordinatensystem zu A2.0 ein und überprüfen Sie rechnerisch, ob das Dreieck opq1 gleichseitig ist. Also erste Aufgabe ist das Dreieck einzeichnen. Da haben wir schon Punkte gegeben, nämlich O0, 0, also der Ursprungspunkt, sowie der Punkt P mit 3-1. Der ist hier zu finden. Zusätzlich haben wir die Punkte Qn mit x und 4 durch x. Aber hier wissen wir, wir sollen für x gleich 2 einsetzen. Also wird dieses x und dieses x durch 2 ersetzt. Rechnen wir aus, dann bekommen wir hier den Punkt Q1 mit den Koordinaten 2, 2. Man kann auch wie folgt vorgehen. Hier ist die x-Achse zu finden, dann gucken wir einfach nach, wo ist x gleich 2, das ist hier der Fall. Und jetzt so lange nach oben gehen, bis ich auf den Graphen treffe, also muss hier der Punkt Q1 liegen. Verbinden wir noch zu einem Dreieck. So, damit wäre die erste Aufgabe erledigt. Jetzt folgt hier noch und überprüfen Sie rechnerisch, ob das Dreieck OPQ1 gleichseitig ist, also ob alle drei Seiten gleich lang ist. Das kann man aus der Skizze schwer erkennen, man kann es vielleicht vermuten, aber wie gesagt, hier soll es ja rechnerisch überprüft werden. So, und wie machen wir das? Wenn Seiten irgendwie im Koordinatensystem liegen, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, das mit Hilfe eines Pfeils und dann die Länge des Pfeils zu berechnen. Da hilft uns auch wieder die Formelsammlung weiter. Da finden wir zum Beispiel auf der Seite 43 unter dem Betrag, wie man die Länge von Pfeilen ausrechnet. Hier heißt es, die Länge von Pfeil a ist gleich die Wurzel aus die x-Koordinate vom Vektor a hoch 2 plus die y-Koordinate vom Vektor a hoch 2. Also hier ist ein Satz des Pythagoras versteckt. Wenn man sich das hier so anschaut, im Prinzip legt man sich hier so ein rechtwinkliges Dreieck rein, überlegt, wie viel geht es nach rechts und wie viel geht es nach oben. Und dann haben wir hier die x-Koordinate und hier die y-Koordinate des Pfeils. Also erster Schritt, wir stellen alle Pfeile auf, einmal von O nach Q1, einmal von O nach P und zusätzlich noch von P nach Q1 und vergleichen dann die Länge dieser Pfeile. So, erster Vektor, erster Pfeil. Die Pfeilkoordinaten rechnen wir wie folgt aus, Spitzpunkt minus Fußpunkt. Spitze erkennt man immer daran, wo die Pfeilspitze ist, das ist auch der Spitzpunkt. Also fangen wir an mit den Koordinaten von P, das waren die Koordinaten 3 und minus 1 und ziehen davon den Fußpunkt ab. Das ist in diesem Fall der Ursprungspunkt, also minus 0, 0. Das heißt, hier haben wir den Ortsvektor des Punktes P, der die gleichen Koordinaten hat wie der Punkt P selbst. Das gleiche machen wir mit OQ1. Auch hier wird wieder der Ortspfeil rauskommen, also können wir gleich hinschreiben, dass der wird die Koordinaten 2, 2 haben. Jetzt brauchen wir noch den Pfeil P und Q1 ist gleich, und jetzt fangen wir an, das hier ist die Spitze, also 2, 2 minus und jetzt die Koordinaten des Fußpunktes 3 und minus 1 ist gleich. 2 minus 3 sind minus 1 und 2 minus minus 1 sind plus 3. Rechnen wir jetzt noch die Länge aus über diese Formel hier drüben. Dann folgt für OP folgendes, ist gleich die Wurzel aus und jetzt die x-Koordinate zum Quadrat plus die y-Koordinate zum Quadrat, also minus 1 zum Quadrat. Wichtig ist hier die Klammer mitzuschreiben, ansonsten würde das Quadrat nur auf die 1 und nicht auf das Minus gehen. So, das kann man jetzt noch in den Taschenrechner eintippen und dann kommt dafür raus, dass es ungefähr eine Länge von 3,16 Längeneinheiten hat. Das gleiche machen wir jetzt auch mit OQ1. Ist gleich die Wurzel aus der x-Koordinate zum Quadrat plus y-Koordinate zum Quadrat, tippen wir in den Taschenrechner ein und da folgt
dass OQ1 eine Länge von 2,83 Längeneinheiten hat. Und im Prinzip kann man es hier jetzt schon sehen, die beiden Längen sind nicht gleich. Folglich kann man daraus schließen, es ist nicht gleichseitig. Vollständigkeit halber rechne ich noch PQ1 aus. Halt, den Pfeil kennen wir schon. So, auch hier gilt wieder x-Koordinate zum Quadrat plus y-Koordinate zum Quadrat. Und das ist das gleiche wie hier oben, also 3,16 Längeneinheiten. Also jetzt sieht man ganz deutlich, es ist kein gleichseitiges Dreieck, weil sonst müssten alle drei Längen gleich lang sein. Aber wir haben dafür ein gleichschenkliges Dreieck. Aber trotzdem eben folgt daraus nicht gleichseitig. Und damit wären wir fertig mit dieser Aufgabe.